oder können wir mitnehmen? Die Stonehoe ist wichtig, die muss ich zu Hause ablegen. So, jetzt habe ich noch exakt einen Platz frei. Was mache ich denn damit? Pass mal auf, wir müssen gerade mal das Eisenschwert reparieren. Ein bisschen beständiger machen. So, was anderes haben wir nicht zum Reparieren? Nein. Dann haben wir nämlich noch Platz gewonnen. Ich frage mich nur gerade, für was. Wir nehmen einfach die Strings mit. Kann ja nicht schaden. Wir können ja notfalls Wolle daraus machen, aber wieso habe ich so viel String? Vielleicht kann man demnächst noch was Besseres damit machen. Ah, das hier ist ja wohl der Hammer, oder? Ich kloppe mal gerade frei. Hoppala. Ja, einwandfrei. So, jetzt habe ich schon wieder mehr Platz im Inventar. Ich muss mir aber sowieso eine neue machen, weil ohne kann ich nicht rumlaufen. Hallo? Was mache ich denn hier? Ich will doch hier dran. Also, zack, zack. Eins, zwei, drei. Spitzhacke muss herbei. Habe ich aber ganz schnell kaputt gemacht hier. So, mein lieber Herr Gesangsverein. Hier ging echt mal die Post ab. So, jetzt liegen sie nämlich rum. Jetzt kann ich damit nichts mehr machen. Ich sammle gerade mal den Rest auf, damit er nicht verloren ist. Dann habe ich ganz, ganz viele Spinnis, Fadis. So, einwandfrei, dann packen wir sie nochmal aus. Was lassen wir? Ja, da kann hier bleiben. Spinnenfäden kommen mit. Ja, ich denke mal, die vier Gravel auf. Da kommt es echt nicht mehr darauf an. Die können wir einfach mal in der Kiste lassen. Pumpkin Seeds. Ja, kommt einfach mal mit. So. Ja. Auf nach Hause. Kann ich jetzt auch nicht mehr mit Wasser arbeiten. Wie viel habe ich denn an Schienen? 13? Einen ganzen Stack plus 13. Oh. Da fällt mir ein, eigentlich sollte ich ja das Ganze hier lassen. Gerade mal gucken. Na, habe ich hier noch was gebrannt? Natürlich habe ich hier was gebrannt. Oh ja. Und habe ich noch was zum Brennen? Ich habe noch. Mach mal die zwei gerade hier fertig. Ja, dann kann ich den Rest später mitnehmen. Auf diese beiden warte ich jetzt noch. Ich mache einfach mal hier ebenfalls auf. Klick, Trick. Funktioniert immer wieder. So, und jetzt wird es entweder dunkel oder hell. Keine Ahnung. Ich werde mich trotzdem jetzt nach draußen wagen und versuchen, nach Hause durchzukommen, mich durchzuschlagen. So, hier sieht es noch etwas duster aus. Da muss ich mal gerade hier was reinhängen. Damit es nicht so dunkel ist. Ach, da kam ich gar nicht. Doch, hier kam ich her. Doch, hier ging es her und hier war ich noch nicht. Oh. Huch. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Hau ab. Du siehst mich nicht. Pass mal auf. Ich verarsche dich jetzt. Ha, 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 ha. So, da geht's dann später hin. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt erstmal auf eine Heimreise einstellen. Alles fertig gebrannt. Alles fertig, noch nicht fertig gebrannt. Oh, das dauert immer so lange. Wow. Ihr seht, ich habe hier schon was vor. Ich glaube, die Stelle ist perfekt, weil diese Spinnenspawner genau nebeneinander stehen. Oh, das wird ein super genialer Monsterfallenraum. Ja, und da müssen wir nämlich in die Tiefe gehen. Wir werden diese Spinnen per Wasser sammeln an eine einzige Fallstelle. Dort werden sie dann
tief, tief, tief runterfallen, wenn sie rauskommen und sich dann derart verletzen, dass wir nur noch einen einzigen Schlag brauchen, um sie zu vernichten. Das heißt, wir kriegen auch Experience, weil die Spinnen nicht von alleine sterben. So, zwei gibt es noch. Und dann geht's nach Hause, wirklich nach Hause. Es wird langsam zu gruselig hier. Wisst ihr was? Ich mache schon mal meine neue Playlist an. Ich gehe mal hier rüber und mach mal so. Ups, was ist denn hier passiert? Das wollte ich nicht. So, jetzt geht's aber ab. Augenblick bitte, ich mach mal diese Playlist hier an. So, und zwar ist das eine komplette GEMA-freie Playlist. Alles Musik von mir und niemand anders. Ach, Entschuldigung, wir laufen jetzt gerade komplett verkehrt. Ich wollte ja die Abkürzung nehmen. Hoppli, hui, hui. So. Ja, das wird ein langer Marsch. Halt, wir müssen hier hoch. Zack, zack. Ah, wie schön. Ich hoffe, es ist Tag da draußen. Ich hoffe wirklich, es ist Tag da draußen. Sonst wäre ich noch bekloppt. Dann werde ich wirklich bekloppt. La, 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 la. Ach so, entschuldigt. Ich muss ja gerade mal das Wasser mit dem Brot tauschen. Du denn hier? Was machen die ganzen Hühner hier? Ich hab keinen Platz für Eier. Es ist Tag. Puh, was habe ich ein Glück. Ich sag es euch. So, und hier geht's doch gewiss nicht nach oben. Okay, dann müssen wir tatsächlich... tatsächlich hier lang. Wartet mal gerade. Hier ging's doch auch lang. Schaut doch mal. So. Hups, hups, hups. Habe ich echt Platz? Ich habe Platz für Eier gelassen. Das war jetzt aber nichts wie nach Hause. Huhn, mach Platz. La, 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 la. So, Heimreise antreten. Wir sind wieder... Uiuiuiui, nee, da gucke ich jetzt nicht rein. Wir sind wieder auf dem Weg nach Hause. Lauf! Da hängt noch ein Kürbis rum. Eine Kuh! Wir haben noch gar keine Kühe zu Hause. Komm, jetzt können wir auch ein paar Eier hier rausholen. Und Schweine haben wir auch noch nicht, fällt mir ein. Das schöne Schweinefleisch. Na, ich glaube, auf dieser Insel ist sehr viel zu holen. Und schaut euch das mal an. Kann ich dafür was rausschmeißen? Nee, komm, lass mal die Pilze. Pilze sein, hole auch das nächste Mal ab. Jetzt wird gerannt. So, jetzt könnt ihr sehen, ich bleib mal stehen. Seht ihr diese Baumwipfel rauschen? Ist das nicht Wahnsinn? Das ist der Wind, der durch die Zweige, durch das Geäst segelt. Wow. So, jetzt aber nichts wie weg hier. Heide Witzka. La 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 la. Mit einem Boot wäre alles natürlich schneller. Ich meine, Holz habe ich genug dabei, aber da müsste ich ja schon wieder was rausschmeißen zum Beispiel. Eier? Nein, ich habe keine Lust, Eier rauszuschmeißen. Eier sind wichtig. So, wo bin ich denn jetzt wieder rausgekommen? Ach, hallo? Ja, ich springe einfach mal hier rüber. Ich werde hier wohl richtig sein, auf dieser Seite. Da hinten müsste das Häuslein sein. Also wirklich, bei Tag bin ich noch nie hier rüber geschwommen. Und warum ist da so? Ja, da hinten sehe ich schon mein Häuslein. Juhu, Tauchgang! Und endlich sehen wir mal hier unten was. Tja, es sind zwar keine Korallen zu sehen, Korallenriffe, aber macht trotzdem Spaß. So, blub. Einmal kurz Luft holen. Wir sind ja gleich zu Hause. Nur noch wenige Schritte trennen uns von dem Daheim. So. Ein Lied weiter, bitte. Oh, hier, da kann man schon wieder durchgucken. Was ist denn da passiert? Ich weiß nicht, da hat irgendwie voll die Aussätze. Oh, oh, ich schwimme im Nichts. In einem puren Nichts. Schaut euch das an. Was ist hier los? Habe ich da unten etwa nichts erforscht?
Oh Mann, und da, seht ihr das? Unglaublich, ein riesengrüner Blob, der rumspringt. Naja, ich weiß, wo du bist. Das merke ich mir. Aber ich werde wahrscheinlich nie dorthin kommen. So, der hat jetzt Probleme beim Nachladen gehabt. Oh, 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 ich merke das schon. Auf nach Hause, wenn die Baumwipfel alle so rumwiegen. Ja, es sieht wirklich ein bisschen anders aus. Der Schatten legt sich jetzt auch hier drüber über diese Einzelteile. Alles etwas verbessert. Puh, na Schafis. Ach nee, das sieht immer wieder schön aus. Es ist hier natürlich irgendwie kahl. Sehr kahl. So, dann wollen wir die Sachen mal ablegen. Das sieht fast aus wie Sandstein drin. Immer rein in eine gute Stube. So, meine liebe Erzkiste. Gold. Ha, 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 ha. Eisen. Ha, 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 ha. Ja, das ist schon wieder viel zu viel Eisen. Ich muss da hier mal gerade rüber gehen. So und so und so. Und dann fehlt natürlich noch ein Stück Eisen. Das ist mir jetzt aber Latte. Jacke wie Hose. Ich mach's so. So, der Rest bleibt. Da war das Eisen. Da muss das Eisen hin. So, jetzt passt es. Und ich packe mir 1, 2, 3, 4 Stück davon aus. Packe mir... Was waren das? Ein Redstone aus. Und dann baue ich mir endlich mal für den Untergrund, damit ich immer weiß, wie spät es ist. Eine kleine Uhr. Ich glaube, das stimmt, oder? Ja, eine Glock. Around the clock, baby. So sieht sie dann aus. Bei Minecraft. Hier haben wir... Ach, die Zombie-Hände habe ich überhaupt nicht mitgenommen. Ach, da habe ich auch jede Menge noch von, du. Hätte mal gerade bestiegen. Nee, nee. Kohle habe ich. Die Flints habe ich nicht mitgenommen. Der Rest ist alles unten. Die Schienen sind hier oben.